Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. So, ich habe jetzt ein bisschen hin und her überlegt und habe mich dazu entschieden, wir werden jetzt erstmal unsere Handwerksgebäude umlegen. Entschuldigung, falsche Taste. Ich muss X gedrückt halten, um vom Esel abzusteigen. Und zwar würde ich gerne jeweils hier vorne, links und rechts, noch ein Handwerksgebäude machen. Und dann machen wir eins wahrscheinlich hier hinten hin. Hier so. Und auf der Seite lassen wir ein bisschen mehr Platz für Schenke und sowas. Was heißt und sowas? Danach brauchen wir auch noch den Kuh hier. Den müssen wir auch noch basteln, ne? Übrigens ist mir aufgefallen, wir haben nicht die Scheune 3 freigeschaltet, sondern Lebensmittellager 3. Leider. Weil brauchen wir eigentlich gar nicht. Lebensmittellager 3. So. Du kommst hierhin im Idealfall. Wenn das denn irgendwie geht, aber das geht wahrscheinlich nicht, ne? Was, wenn wir dich so setzen? Geht das dann? Nicht? So rum vielleicht? So? So vielleicht? Hier so irgendwie? Och Mann, echt jetzt? Das ist doch Mist, dass das nicht funktioniert, oder? Da hinten könnte ich es hinsetzen. Da hinten will ich es aber nicht hinsetzen. Gut, das funktioniert nicht. Funktioniert das denn auf der Seite? Unser Esel steht ein bisschen im Weg. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir das im Hellen ein bisschen ausprobieren, ne? Das wäre jetzt ärgerlich, wenn das jetzt nicht klappt. Produktion, Werkstatt war das, ne? Ist die Frage, warum funktioniert das nicht? Ist das zu dicht am Marktstand dran oder warum? Oder ist das einfach nur zu abschüssig hier? Das hätte mir nämlich echt gefallen, wenn das funktionieren würde. Das kotzt mich doch schon wieder an. So, Esel, komm mal her, es wird dunkel. Wir müssen mal eben eine Nacht darüber schlafen. Das kotzt mich echt an, dass das nicht klappt. So, dann wollen wir mal eine Nacht drüber schlafen. Dann schauen wir uns das am Tage nochmal an. Ist leider ein bisschen zu dunkel. So, Feuer brennt, leider mal wieder keiner da. So, dann wollen wir mal pennen gehen. Bis in den Herbst hinein pennen. Das ist immer so hell, wenn man aufwacht. So, ist der Esel schon wieder weg. Komm mal her. So, wir könnten mal eben gucken, wie sieht es denn bei den Viechers aus? Ist da schon irgendwie was wieder erwachsen? Na, die beiden würde ich gerne verkaufen. Schweine, wie sieht es hier aus? Auch noch nicht. Schafe sind noch immer 2. Ziegen, oh, wir haben ein Zicklein. Stimmt ja, da war ja Nachwuchs. Esel ist ausgewachsen, sehr schön. Die Stute, das heißt, die können wir verkaufen für 2000. Jawohl, ja. Ich finde es ein bisschen schade. Zu Anfang hatten wir ja ein bisschen Geldprobleme. Mittlerweile ist von Geldproblemen nichts mehr zu spüren. Wir haben eigentlich viel zu viel Geld. Kann man, glaube ich, so sagen. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich zugeben. So, da ist auch wieder was soweit zum Abernten. So, wenn wir die nicht hier hin machen können, was ich sehr ärgerlich finde. Wo können wir es dann hin machen? Nur dahinter, ne? Das ist doof. Da, Produktion. Was ist mit der Näherei? Die passt hier auch nicht hin, oder? Na, da war gerade was. Was gerade geleuchtet. Die Näherei würde hier hinpassen. Sieht zwar merkwürdig aus, aber würde passen. Gut, dann können wir doch zumindest schon mal die Näherei hier hinsetzen. So, dass da jetzt nichts anderes hinpasst, das kotzt mich echt an. Küche könnten wir natürlich auch hinsetzen, ne? Werkstatt nochmal versuchen, so geht's nicht. Schmiede. Passt alles einfach nicht. Wie sieht es denn aus, wenn wir die Straße da abreißen?
Rechtsklick. Na, erstmal den Hammer in der Hand nehmen und dann rechtsklick, ne? Lass uns mal die Straße hier abreißen. Vielleicht ist das ja schon das Problem, dass deswegen nicht passt. Schmiede. Na, will er nicht. Werkstatt. Ja, trotzdem nicht. Wenn ich das mit dem Eingang hier hinsetze, wahrscheinlich trotzdem nicht, ne? Wie wäre es mit dem Eingang andersrum? So rum? So. Das ist hier will er echt nicht. Keine Chance. Gut, blöde Frage. Die Küche da vorne sieht sowieso so eng aus, ne? Wollen wir die vielleicht hier hinsetzen, wenn sie denn passt? Nicht mal die, diese winzige Küche hier will er nicht mal da hinsetzen. Das gibt's doch gar nicht. Aber warum liegt das vielleicht an dem Baum? Wir fällen mal den Baum. Vielleicht wird's dann besser. Vielleicht liegt's wirklich an dem Baum. Wäre nicht heißen, dass ich nicht alles versucht hätte. Dann brauchen wir eine Schaufel auch. So, Inventar. Axt auf die 3, Schaufel auf die 4. Wählen wir mal den Baum eben. Wer weiß, vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung. Ich fand es eigentlich cool mit dem Baum. Der hätte gerne stehen bleiben können, aber wenn das natürlich verhindert, dass wir hier vernünftig bauen können. Na. Sammeln die Zweige gerade noch ein hier. So, 2. Bauen Schmiede. Ach, guck mal, jetzt passt es. Das war tatsächlich der Baum war schuld. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, aber dann können wir die ja recht weit nach links setzen. So. Dann können wir hier nämlich trotzdem den Weg wieder hinmachen. Bin gerade am Überlegen, ob das vielleicht ein bisschen zu weit nach links war. Bauen. Schmiede. So. So, haben wir Näherei und Schmiede schon mal hier. Sehr schön. Und dann kommt hier noch was hin. Näherei, Schmiede, dann kommt hier die Werkstatt hin. Jetzt sag mir nicht, warum willst du denn die Werkstatt hier jetzt nicht hinbauen? Was soll denn das? Ist sie zu groß oder was? Oh, sieht recht groß aus, ne? Guck mal von der Seite. Ah, die ist tatsächlich zu groß. Ist die Schmiede genauso groß? Die Schmiede ist kleiner, ne? Können wir hier denn die Werkstatt hinsetzen? Ich muss mal eben umschalten, sonst irritiert mich das zu sehr. So, Werkstatt. Werkstatt passt hier auch nicht hin. Will er hier einfach nicht hinsetzen. Was, wenn wir den Weg wieder abreißen? Ah, so scheint es zu gehen. So, dann machen wir so die Werkstatt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir hier trotzdem noch einen Weg hin. Was mache ich denn so? Straße? Guck mal, kriegen wir trotzdem noch einen Weg hin. Und dann können wir hier, die Schmiede ist ja nicht ganz so tief, dann können wir die Schmiede vielleicht hier hinsetzen. Die Baumstämme brauchen wir noch, haben ein bisschen viel rum experimentiert. So, dann können wir das nämlich fertig bauen. Dann bauen wir, ach, Häuser müssen wir auch noch anzeichnen, fällt mir gerade so ein.
Da können wir doch eigentlich gleich hier wieder einen wegnehmen. Dann zeichnen wir noch mal gemeinsam Häuser ein. Und dann muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen wieder Erntehelfer spielen. Und dann gehen wir auf jeden Fall wieder People suchen für unser Dörfchen. So, perfekt. Schmiede, hier haben wir noch so einen schönen Weg. Machen wir doch tatsächlich wieder einen Weg neben Straße. So, oder auch nicht. Weil wegen ist so, weil wegen ist zu eng. So machen wir das mal. Sehr schön, dann kommt hier die Schenke oben hin. Würde ich vorschlagen, hier. Vielleicht drehen wir die hier so ein bisschen ein. Mit so einem kleinen Vorzaun. Da müssten wir hier aber genug Platz lassen mit den Häusern. Weil wir müssen ja jetzt hier noch Häuser hinsetzen. Da würde ich tatsächlich hier einen Weg noch anzeichnen. Das ist wieder zu nah dran. Ne? Das will er wieder nicht. Nur bis hierhin. Das ist jetzt ärgerlich. Da müssen wir hier nochmal abreißen, nochmal neu ziehen. Hier genauso. Ja, bis hier in den Weg rein. Und hier machen wir dann auch noch mal. Das ist wieder zu nah dran, oder was? Erstmal hier das wegmachen. So, Straße. Mal nimmt das sofort und mal will er nicht. So, jetzt. So. Dann vielleicht hier oben die Schenke hin oder so, diagonal, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kommen hier jetzt Häuser hin. Vielleicht machen wir hier sogar einen Geflügelhof hin. Was bräuchten wir denn an Häusern? Wir hätten jetzt noch 1, 2, 3 Marktstände zu besetzen. Plus einen für die Enten. Bin ich gerade überlegen, machen wir vielleicht hier. Ich glaube fast, wir bauen erstmal die Sachen hier fertig, damit wir da abreißen können. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ich glaube, wir machen erstmal das eine hier fertig. Ah, die Folge ist jetzt natürlich recht kurz, aber. Na komm, ich mache mal einen Cut und mache das hier kurz offscreen fertig. Und wir sehen uns gleich wieder und dann zeichnen wir die Häuser an. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier die Sachen aufgebaut. Sieht auch schon fast ein bisschen wohnlich aus. Also, ich finde es nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, hier hinten soll dann wahrscheinlich die Schenke hin. Lagerfeuer hier noch hin. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie die Häuser hinkriegen, inklusive Entenzüchter. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Weil wir brauchen ja auch noch eine Kuhweide. Und das Ressourcenlager soll auch noch irgendwie anders positioniert werden. Ich weiß nur leider überhaupt noch nicht wie. Jetzt lass uns doch erstmal gucken. Tierhaltung, Gänsehaus. Machen wir das wieder hier? Ah ne, da unten geht nicht, weil da soll ja die Schenke hin. Ne? Oder machen wir das vielleicht hier? Direkt ans... Und das Ding hier direkt angrenzend. Gar nicht schlecht, oder? Wenn wir das hier einfach hinmachen. Die Gänse können hier ja frei rumlaufen, oder? Da habe ich eigentlich nichts gegen. Machen wir hier das Gänsehaus hin. Und dann machen wir hier Häuser mit Garten hinten dran, wa? Kein Vorgarten, sondern ein ganz normaler Garten hinten. Das sieht immer so doof aus, finde ich. Achso, wir müssen am besten da erstmal die Straße abreißen, ne? So, dann kann die weg.
Machen wir hier ein bisschen mehr Platz. So, da haben wir eine Straße, sehr schön. So, ich hätte das aber gerne direkt hier an die Straße gesetzt. So, machen wir glaube ich mal so, ne? So. Haben wir da ein Häuschen? Wie viele Häuser braucht man jetzt überhaupt? Da arbeitet einer. 1, 2, 3. 4 Leute brauchen wir. Das sind 2 Häuser. Gut, dann setzen wir hier noch ein Haus daneben. Wenn wir denn genug Holzstämme haben. Ah, mit dem Garten hinten wird ein bisschen eng mit dem Ressourcenlager hier. Genau, überlegen, machen wir hier vielleicht noch ein großes? Nee. Großes nicht, oder? Machen wir. Einfaches Haus ist mir eigentlich zu groß ein bisschen. Wohl direkt an der Schenke können wir natürlich vielleicht ein großes Haus verkraften. Lass mich doch mal gucken. Wie viel Platz hätten wir denn noch? So, erstmal müssen wir hier am besten gerade ziehen. So. Hallo? Das Haus will aber extrem viel Platz haben, oder? Dann müsste die Schenke, nehme ich mal an, trotzdem noch hier auf Ecke reinpassen. Nehme ich an. Und dann zeichnen wir hier. Zeichnen wir den Garten an. Allerdings ist das Materiallager im Weg. Und zwar so richtig. Aber wo könnte das Materiallager noch hin? Wo stört es nicht? Schwer zu sagen, ne? Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Das Materiallager ist echt über. Sollen wir das vielleicht da hinten mit aufbauen? Bei unserem Haus? Oder nehmen wir die Küche hier weg? Ich weiß aber nicht, ob das hier hinpasst. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß für die Ecke. Hier wird es auf jeden Fall hinpassen, denke ich. Irgendwo. Wollen wir jetzt echt die Seite hier auch noch bebauen? Nee, nicht Gewinnung, sondern Lager. Materiallager. Das wäre ja auch wieder so auf halb 8. Da kann ich ja trotzdem nicht mit einem Pferd oder Esel mit Vollkaracho rein. Das will ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass das schön flach ist, dass man da richtig schön gerade einfach reinrennen kann. Dafür müsste es wahrscheinlich weiter nach hinten, richtig? Und vor allen Dingen hier mit dem über Stock und Stein, das für den Arsch, das gefällt mir nicht. Mag ich nicht. So, wie sieht's hier aus? Ich nehme an, Küche weg, dann ist hier trotzdem noch zu eng. Und der müsste ja auch trotzdem auf Stelzen gestellt werden. Ist auch doof. Leute, wo kann das Materiallager hin? Da soll das nicht bleiben, auf jeden Fall. Hier soll ein schön bisschen Garten hinten hinter. Und dann soll hier neben nämlich die Kuhweide. Wir könnten es natürlich eventuell hier irgendwo hinstellen. So ein bisschen weiter ab vom Schuss. Ich glaube, das machen wir. Nicht Gewinnung. Ey, was machst du denn? Bauen, Lager, Materiallager. Dass wir das hier ein bisschen weiter weg machen.
Da sind die Häuser, das reicht dann wahrscheinlich schon, ne? Hier so hin. Na, kannst ruhig ein bisschen weiter in den Boden rein, das wäre ganz cool. Damit das mit dem Pferd besser klappt. Und warum will er hier nirgendwo bauen? Machen wir mal so. Na, guck mal, so ist es doch weit genug weg. Dann kann da auf jeden Fall die Schenke hin. Hier kann ein großer Garten hin. Und hier können wir noch ein Haus bauen. Und dann vielleicht die Kuhweide neben. Also da das Haus hin. Dann die Kuhweide hier vorher laufen lassen oder so. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt alles aufbauen. Und dann müssen wir Leute ranholen. Ne? Gut Leute, ich würde sagen, das mache ich alles offscreen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.